Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare gute Nacht. Ja, heute stehen wir mal wieder auf dem Cannstatter Wasen und ja, heute geht's darum, ich habe mir überlegt, Zubehörteil, ja, Auspuff brauche ich nicht, kostet nur unnötig Geld und ja, macht nur Lärm. Irgendwelche Aufkleber zur Dekoration dachte ich mir auch, wer braucht das schon? Und ja, irgendwie auch ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Ja, also was dachte ich mir? Genau, wenn ich hier von Kardan schwärme oder von Zahnriemen schwärme und mir fast schon eine Harley Davidson kaufe, deswegen, nur deswegen, genau, dachte ich mir, da gibt's doch was Geileres. Genau, Kettenöler. Saubere Kette, nichts zu schmieren, einfach toll. Ja, dachte ich mir, machen wir das doch auch mal dran. Also filmen wir jetzt hier einfach mal das Motorrad, wie es jetzt ohne Kettenöler aussieht. Ja, halbwegs dreckig. Es wird auf jeden Fall nicht der bekanntere, sondern der unbekanntere Kettenöler, nämlich der von CLS. Die Frage ist nur, wo packe ich das Ding hin? Überlegt, ja, wo? Ja, ja, da unten drin ist doof, da wird's warm. Dahinter, da könnte man's einbauen. Aber ich weiß nicht, das, naja, Motor und so. Was halt auch noch das Problem ist, die Batterie bei der Triumph ist halt hier vorne unten drin. Und da muss ich halt erstmal quasi hier die Stromversorgung anschließen. Dann von dort müsste ich ja dann theoretisch hier hinten irgendwo mal die Elektronik einbauen und das Pumpwerk. Und von dort dann irgendwie hier runter an der Federung vorbei, am Schwingenarm entlang. Ja, auf die Kette. Oder da unten. In die Richtung, ja, unten. Ja, wird ein Spaß. Das soll es erstmal als erste Bestandsaufnahme sein. Naja, also, dann, do it yourself. Schritt 1 ist jetzt erstmal die Kette putzen. Kette von vorne, von hinten. Das hintere Kettenrad. Dann natürlich irgendwelche Reste aus der Schwinge rausholen und oh Wunder, das vordere Schlammmassel sauber bekommen. Ja, wunderhübsch, wunderhübsch. Und das hier ist auch alles Kettenfett. So, die Kette ist jetzt mal geputzt. Damit mache ich die Kette nämlich in den Sauber. Auf eine Tetrapackung mit Zahnbürste, die da drunter gehalten. Damit kann man das schön sauber machen. Das ist hier der Schmodder aus dem vorderen Ritzel. Ja. Sieht doch ein bisschen, naja, sauberer aus. So, erster Schritt ist gemacht. Das Steuergerät ist hier hinten drin. Durch diesen Kanal geht es durch. Darum und ja, das ist der Öltank. Das größte Problem war die Sicherung. Die Sicherung ist übrigens schon eingebaut. Die hatte da hinten dann das Problem, dass sie nicht durchkam, aber Deckel runter, dann ging es durch. Hier ist die Pumpenansteuerung. Hier ist die Pumpenansteuerung. Und da wird an die Batterie angeschlossen. So. Und jetzt haben wir da die Pumpe eingebaut. Der Schlauch geht da hinten rum. Kommt da vorne raus. Geht dann da durch. Geht vor zum Ölreservoir. Der andere Schlauch zur Nachbelüftung geht zurück. Hier ist das Steuermodul. Dann geht das Kabel da vorne durch. Bla 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 bla. Und dann kommen wir hier vorne an der Batterie raus. So, das System ist wunderbar verlegt. Ich habe mich für außen entschieden, weil innen drin, das war mir zu doof. Sehen wir das, wie es langläuft. Kommt so schön Steampunk-mäßig außen rum. Dann hier durch. Da ist dann die Pumpe. Der Schlauch geht hier hinten rum. Da ist das Steuermodul. Dann haben wir hier das Ölfass. Und dann gehe ich hier vorne rum irgendwie das Kabel unten drunter durch. Blablabla. Bla bla. Und dann haben wir die Steuereinheit mit dem Kabel hier. So, jetzt haben wir das CLS Kettenschmiersystem dran. Chain Loop System. So, ja, wie wir sehen, sehen wir da so auf den ersten Blick nicht viel. Das ist
toll, weil es dämmert schon so ein bisschen, sieht man das nicht so gut. Ne? Also wie man hoffentlich, wenn ich es reingeschnitten habe, zuvor gesehen hat, oh, sind das jetzt Ölspritzer oder die Pfütze? Hier drunter befindet sich das Steuermodul, genau. Auf der Seite, es ist die Pfütze, befindet sich die Ölpumpe. Und von der, und hier unterm Sitz befindet sich das Ölfässchen. Genau. Und hier vorne ist dann die Batterie angeschlossen und da ist das eigentliche, ja, Bedienteil, sag ich mal. So, ja. Kabel geht hier rum, geht da rein, verschwindet da. Stromkabel geht auch unten rum, unterm Sitz durch. Zur Steuerelektronik und zur Pumpe. Von der Pumpe geht's dann hier unten am Sitz durch, hier rum, hier durch, unter, über dem Kettenschutz, unter der Schwinge, hier durch und dann hinter dem Kettenschutz, oder wie man das nennt, außen ans Kettenblatt. Ja, man, das heißt ja, man kann bei der Einarmschwinge den Dinger innen reinmachen und naja, ich kroch und lag unter dem Motorrad und dachte mir, ist ja scheiße. Ich hatte dann schon angefangen, von der Bremse und vom ABS den Kanal da unten abzuschrauben und dann dachte ich mir, das passt ja auch nicht rein. Also scheiß drauf. Auch wenn das angeblich ganz unsichtbar geht, ich hab's dann einfach mal, ja, so gemacht. Und ich meine, da ist halt schwarzer Geflechtsschlauch drüber. Der ist in dem Paket mit dabei und das, pff, komm. Das sieht jetzt auch nicht so scheiße aus. Ich meine, man kann ja auch zeigen, was man hat, ne? Gut, die drei Kabelbinder, aber sag ich mal so, Steampunk sieht schlimmer aus. Was man natürlich nicht sieht, ist, dass das System läuft. Ah ja, hier. Auf Stufe 5. Jetzt, wenn die Maschine angeht, dann misst das Gerät irgendwie die Oberwelligkeit der Ladespannung. Ganz raffiniert. Und dann zeigt sie ja dann, auf Stufe 5 ist es bei dieser Kettengröße. Das Steuermodul da drin hat so eine kleine blaue LED, die blinkt dann. Und dann weiß man, aha, es funktioniert alles. Ist sehr schön. Und da man es ja nicht dauernd braucht, geht das halt nach einer Weile aus. Also die Anzeige. Funktionieren müsste sie angeblich schon. Und ja, ich habe ein bisschen schon Öl auf die Kette draufgeschmiert. Naja, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Weil ja, so ein bisschen halt jetzt die, naja, gut, das ist, ja, die Außenflanke hier ist vom Reifen halt ein bisschen angeölt. Aber solange die Lauffläche nichts hat, ist ja harmlos. Ja, aber wie man sieht, sieht man hier eigentlich nur den Schlauch, der da hinterm Kettenschutz und den Kabelbindern vorgeht, in der Kette, in der Strebe verschwindet, da hoch geht, da rein und dann ist weg. Also du hast jetzt echt nicht irgendwie die Pumpe und das Steuermodul wie irgend so ein Borg außen dran hängen. Das ist ja nicht der Fall. Und da vorne das Tastengedöns ist auch harmlos. Wenn es jetzt dann auch noch hervorragend funktioniert, wie es soll, dann ist gut. Ne? Also das wird sich dann in der Zeit zeigen. Ja, aber soweit erstmal zwecks Anbauzeiten und so kann ich sagen, ja, kann man an einem Tag schaffen, darf man halt nichts anderes machen. Ist jetzt auch nicht so kompliziert und ich muss sagen, die Kabellängen, die sind okay, die sind nicht zu kurz, die sind, ja, was weiß ich, 20 cm zu lang und Schlauchlänge reicht auch, wenn man das so oben montiert, wie ich es gemacht habe. Was halt viel Zeit braucht, ist erstmal die ganze Montage mit Kabel und hast du nicht gesehen und wo baue ich den Scheiß überhaupt ein? Das ist so ein großes Ding, was man halt sich immer überlegt. Naja, aber kann ich sagen, durchaus montagetechnisch und so empfehlenswert, wenn auch man die Oberleitung und nicht die unterirdische Funktionsbauweise in Erwägung zieht, geht das auch in Ordnung. Ja, und damit tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.